Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, bei vielem, was in diesen Tagen in der politischen oder in der vermeintlichen politischen Auseinandersetzung gesagt wird, ja, augenscheinlich wieder gesagt werden darf, bei vielem, was daraus hier im Haus und draußen im Land unreflektiert nachgeplappert wird, möchte man geradezu schreien: Wisst ihr denn nicht, wozu das führen kann? Und aktueller kann deshalb die Diskussion um die Erinnerungskultur, und ich füge hinzu, leider kaum sein. Uns zu erinnern, um für alle Zeit zu verhindern, dass noch einmal alle Dämme der Menschlichkeit brechen, aber auch um zu verhindern, dass Demokratie zum Spielball verbrecherischer Absichten wird, das ist unsere immerwährende Verantwortung, und es gehört gewissermaßen zur DNA unseres Volkes. Erinnerung ist Verantwortung, und Verantwortung wiederum die beste Prävention dagegen, dass sich die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte jemals wiederholen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. In diesem Sinne ist das Erinnern nichts Rückwärtsgewandtes, nichts Historisches, sondern eine sich immer wieder erneuernde Zukunftsaufgabe. Und in diesem Sinne ist Erinnerungskultur selbstverständlich weit mehr als das bloße Zurschaustellen von Symbolen oder Erinnerungsstücken. Erinnerungskultur ist Präventionskultur und ist insofern nicht weniger als eine Frage der Haltung. Denn die Lehre aus den Verbrechen des Holocaust und aus den beiden Weltkriegen besteht doch nicht nur in der immer wieder erschreckenden Erkenntnis, wozu der Mensch fähig ist, sondern sie besteht vor allem auch in einem einfachen, aber wahren Satz, nämlich: Wehret den Anfängen. Und auch diese Frage nach den Anfängen könnte aktueller nicht sein. Und sie ist eine der Fragen, die uns und gerade der parlamentarischen Alltag in diesem 19. Deutschen Bundestag stellt. Wir können von dieser Nation keine gelebte Erinnerungskultur erwarten, wenn wir unsererseits in der Art und Weise, wie wir uns hier auseinandersetzen, kein Beispiel für die Präventionskultur im Sinne der Erinnerungskultur geben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben in einer Zeit, in der nach vielen Jahren, in denen die Unterschiede zwischen den Parteien eher im Graduellen lagen, sich jetzt wieder große Richtungsfragen stellen. Aber je mehr wir politisch sachliche Unterschiede haben, umso mehr müssen wir uns daran erinnern, welche Gemeinsamkeiten wir als Demokraten in uns tragen. Nämlich die Suche nach dem Besten, nach der richtigen Lösung in Verantwortung, die wir auch unseren politischen Gegnern, wenn sie andere Mittel als wir wählen wollen, nicht absprechen sollten. Die andere Meinung, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist keine Unverschämtheit, sondern ein Beitrag unter mehreren zur Findung der Lösung. Und ich sage es noch einmal, ich habe es Ihnen hier in diesem Haus auch schon gesagt, und ich kann es nicht oft genug wiederholen: Der politische Gegner ist kein Feind, er ist ein Mitstreiter für unsere gemeinsame demokratische Sache. Wir wollen für unser Argument streiten, aber nicht das Argument des anderen verstummen lassen. Und die Gefahr, diesen feinen, aber wichtigen Unterschied zu missachten, der fängt im Kleinen an. Beim Überschreiten der Grenze vom sachlich-politischen, gerne auch vom zugespitzten, zum persönlichen, beim Ausweichen auf den persönlichen Angriff, wo man sich politisch unterlegen fühlt. Es fängt an, indem wir unserem Gegenüber seine Motive absprechen, nur weil er andere Mittel wählt, als wir sie selbst wählen wollen. Es fängt an beim Hochmut, bei der Häme über den Verlierer. Es geht weiter beim Überschreiten der Grenze von der Emotion zur Aggression. Wir dürfen nie vergessen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne Gegner in der Demokratie gibt es keinen Wettstreit. Es gilt in der Demokratie wie im Sport. Und ohne Wettstreit finden wir nicht das Beste. Und genau das sollten wir hier suchen. Und deshalb
Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir eins nie vergessen. Die Auseinandersetzung mit dem Argument des anderen ist das Salz in der Suppe. Diese Sache, diese schönste Sache der Demokratie, müssen wir gemeinsam verteidigen für unsere demokratische Sache, für die Respublika, ja, für unser Land überhaupt. Und genau, um auch jenes Vorbild im Kontext der Erinnerungskultur zu geben. Das zeigt, dass Ausgrenzung, die Bedrohung Andersdenkender oder Gewalt als politisches Mittel in unserem Land nie wieder einen Platz haben dürfen und dass wir jeden Anfang in diese Richtung jeden Tag gemeinsam bekämpfen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Kuffer. Als nächstes für die SPD-Fraktion der Kollege Helge Lindt.